Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Neuen in der 17.1 und hier in diesem Video geht es um die 1-3D-Generierung Heizung Sanitär. Ja, den ersten Punkt, den wir umgesetzt haben, ist die Möglichkeit, 1-Bauteilen jetzt wirklich aus einem Katalog eine Zuweisung zu erteilen. Ich zeige mal ganz kurz, wie wir das umgesetzt haben. Man sieht hier ein ganz simples Heizungsnetz, hier ist eine Teilstrecke, in der Teilstrecke ist eine Absperrarmatur und ich lasse das Netz jetzt das erste Mal generieren und man sieht, dass dann im Grunde ein vereinfachtes Element hier eingesetzt wird. Es wird ein Hinweis gegeben, dass kein passendes Stammdatenbauteil gefunden wurde. Und ich habe hier jetzt dieses 1-Bauteil und daraus resultiert dieses 3D-Bauteil. Das ist dann also eine generische Armatur. Und an der Stelle können wir jetzt eingreifen. Und ich zeige mal ganz kurz, welche Vorgehensweise wir da empfehlen. Das erste ist, man sollte in einem Benutzersystem denken. Wir haben ja also das Rohr dazu genommen, haben dann die Einbauteile mit Gewinde und mit Flansch und haben die Systemübergänge für dieses Benutzersystem definiert. Und jetzt kann ich hergehen und kann hier oben einschränken auf mein Benutzersystem, kann mal hier in die Bauteile hineinschauen und kann mir jetzt die zum Beispiel mit Gewinde auswählen, Absperrarmatur, habe hier unterschiedliche Absperrarmaturen und greife mir jetzt eine Absperrarmatur raus, die ich haben möchte. Und über die Taste Q kann ich jetzt entsprechend hier diese generisch generierte Armatur austauschen und kann die hier entsprechend reinsetzen. Jetzt sehen Sie, dass hier das entsprechende Ventil eingesetzt ist, mit Übergängen an das Rohr hier herangeführt wurde. Aber im Hintergrund ist jetzt mehr passiert. An dieses 1-Bauteil ist diese Information herangeführt worden. Und ich kann jetzt mal hier sehen, Stammdatenbauteil 3D-Ventil. Und ich gucke hier hinein und sehe, jawohl, aus dem Blatt Kugelhahn, Antrieb lang Gewinde, ist eben dieses Bauteil jetzt eingesetzt worden. Das System ist halt mein Benutzersystem, was ich angelegt habe und das Bauteil ist hier entsprechend definiert. Ich könnte das jetzt zurücksetzen, dann würde wieder ein normales generiert, aber der große Vorteil ist jetzt, wenn ich zum Beispiel mal hier aus der Generierung alle Elemente wieder lösche und ich lasse jetzt hier für den Heizungsbereich das Netz neu generieren, dann sehe ich, dass jetzt genau wie zuvor auch dieser spezifische Kugelhahn aus unseren Bauteilen platziert und generiert wird. Ja, das ist ein großer Vorteil, gerade wenn man dann häufig generieren will, übernehmen wir hier halt an das 1-Bauteil, das festgelegte Bauteil, was ich ersetzt habe, über diese Funktion Q ersetzen. Ja, das haben wir eingebaut für Sie. Das funktioniert bei allen 1-Bauteilen, Sie können also auch Pumpen ersetzen, Sie können beliebige Einbauteile ersetzen. Sie müssen die nur hier aus dem Katalog herausnehmen und dann setzen wir die dort ein. Ja, das haben wir gemacht. Dann haben wir eingebaut, dass wir beim Generieren freie Attribute übernehmen können. Und dafür gibt es eine grundsätzliche Bedingung. Ich gehe mal kurz in die Definition der freien Attribute und man sieht jetzt hier, dass wir hier für den Test 1 und Test 2 auf dem Root dieses Attribut definiert haben. Das müsste nicht so sein, aber was sein muss, wenn ich diese neue Funktionalität, dass freie Attributinformationen übernommen werden beim Generieren, nutzen will, an dem 1-Bauteil und an dem 3D-Bauteil müssen die gleichen Attribute definiert sein. Ja, und ich kann jetzt mal hier an die Leitung rantreten. Rechte Maustaste sehe ich die Attribute. Da habe ich das Attribut AAA, BBB dran.
Ich habe an diesem Ventil hier ein entsprechendes Attribut, da habe ich also XY dran geschrieben. Und jetzt gehen wir mal in die Generierung. Also, das ist vielleicht noch wichtig, bevor ich in die Generierung gehe. Das sind wirklich manuell belegte Attribute, die kommen nicht aus einer Bildungsregel, sondern die sind von mir manuell eingetragen worden. So, und obwohl die jetzt manuell eingetragen wurden, wenn ich das Netz generieren lasse, dann hat die Nova an den 3D-Bauteilen, die hier generiert werden, die gleichen Attributen als, die gleichen Attributnamen als Vorgabe. Also wenn ich hier auf die Attribute schaue, dann haben die auch Test 1, Test 2. Und in diesem Fall, dass die Namen der Attribute identisch sind, wird der Wert übernommen. Das ist für Sie natürlich eine große Erleichterung, weil Sie dann diese Werte bei wiederholtem Generieren nicht wieder ausfüllen müssen, sondern die Nova übernimmt vom Einstrich das Attribut und bringt das dann hier an das 3D-Objekt heran. Bedingung ist, gleiche Namen müssen an den Attributen vergeben sein. Ja, das haben wir eingebaut. Und dann komme ich nochmal an den letzten Punkt. Da geht es um folgende Situation, die uns in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet hat. Wir haben hier im Einstrichumfeld, ich muss mal auf das Einstrich kommen, eine DN32er Leitung. Und nach rechts und links gehen jetzt kleinere Leitungen, in dem Fall DN25er Leitung im Einstrich ab. Und wenn wir früher generiert haben, dann hätte die Nova hier versucht, ein DN25er T-Stück zu generieren mit einem 32er Abgang. Das hätte natürlich nicht funktioniert. Das haben wir optimiert. Hier wird jetzt beginnend von der größeren Nennweite aus dann das Ventil gesucht. Hier eben dann ein Ventil, sondern T-Stück. Hier wurde also ein T-Stück wird dann gesucht mit beginnend 32 auf dieser Achse hier. Und in dem Fall findet dann die Nova eben nur 32er Abgänge, die also allseitig 32 sind, ergänzt das dann hier mit Übergängen und ich habe eine saubere Darstellung meines Netzes. Und da wir halt früher, gäbe es hier ein Problem bei dieser Generierung. Das haben wir gelöst und stellen Ihnen das so zur Verfügung. Ja, das waren die Punkte in dem Bereich Einstrich, 3D-Generierung, Heizung, Sanitär. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.